Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit Nameless, auf Mission Pflichtlektüre. Die letzte Vierer-Mission, die wir machen müssen, bevor die Fünfer frei werden beim Händler. Und natürlich habe ich uns den Gunstore aufgehoben bis ganz zum Schluss, dass wir da nochmal reingehen. Ablauf kennen wir ja, wenn alles läuft, kriegen wir es heute sogar abgegeben. Die erste Fünfer-Mission schon mal annehmen und wahrscheinlich werden wir ja auch zum nächsten Händler geschickt, denke ich mal, ne? Wir machen das jetzt folgendermaßen, wir looten jetzt hier soweit alles raus, bis zur kritischen Stelle, dann muss ich kurz ans Mofa ausladen, beziehungsweise ans Motorrad. Und ich hatte ursprünglich vor, da drin eine kleine Falle aufzubauen, ich würde die Zeit aber lieber für daheim nutzen. Aus dem Grund sieht es hier aus wie Kraut und Rüben, ich habe tatsächlich Fallenmaterial mit, ich werde mich aber beschränken auf, denke ich mal, die Granaten und die zwei Raketenwerfer-Dinger hier, ne? Aber jetzt looten wir erstmal das Ding frei, würde ich sagen. So, einen wunderschönen guten Tag, liebes Gebäude. Das kennen wir ja. Letztes Mal, als ich hier war, war der Handwerker bei mir im Hof. Die Aufnahme heute ist spät abends. Das sollte kein Handwerker da sein. So, dann machen wir das Gebäude nochmal. Ich suche mir nachher einen sicheren Stand. Zement nehme ich mit und Papier nehme ich mit. Weil jetzt geht es nämlich dann bald an die großen Missionen. Und da brauchen wir natürlich dann ausreichend Munition. Und auch die Hordenächte werden ein bisschen intensiver. Ich nehme an, das schadet nichts, wenn wir uns da ein bisschen Vorratszeug mitnehmen. Auch gucke ich gerne ins Klo. Das ist so, weil das macht mich froh. So. Ob das reimt sich, oder? Ob es Sinn ergibt, macht er jetzt im Moment. Spielt ja keine Rolle. So, hier ist aber, da ist, glaube ich, der Müllhammer. Müllamperlehobe. Cobblestone lasse ich hier. Schränkel können wir durchgucken. Oh, Farbe, sehr gut. Ja, wir müssen mal gucken jetzt. Ich weiß noch nicht genau, wann wir dann die erste Fünfer-Mission angehen. Weil die Mauer daheim muss gezogen werden. Die Backup-Falle muss gebaut werden. Und der Weg zur Backup-Falle vor allem, der muss ja auch noch gebaut werden, ne? Und natürlich die Falle aufwerten, die Box und solche Sachen. Schauen wir mal. Wie gesagt, unter der Woche, wenn ich 5er-Missionen mache, teile ich es auf 2 Folgen. Das lässt sich zeitlich nicht anders an. Aber ich werde gucken, dass wir auch zum Wochenende immer mal eine 5er drin haben in Überlänge, ne? So haben wir dann alle was davon. Das ist klar, das ist klar. Ist das einer von hier, oder da jetzt gerade so? Ah ja, ist Modile. Habe ich nachgeladen? Jo, ja, wie zau. Ziel ist nachzuladen, bevor sie da ist. Ah, okay, ich müsste rückwärts laufen und dann aber mit dem Kolben. So. Und auf der Bambes. Auf der Bambes. Ja, ich wollte eine kleine Falle hier aufbauen. Das war so die Idee. Und dann dachte ich mir jetzt aber gerade, ah, nee, kannst du jetzt auch nicht bringen. Da sind wir da eine halbe Stunde beschäftigt, bis ich hier eine Falle aufgebaut habe. So schlimm ist es ja dann nicht gewesen. So, Medizinschränkle, guckt man natürlich auch rein. Messbecher kann man immer mal gebrauchen. Habe ich die Drops heute dabei? Habe ich. Das heißt, wir warten aber, bis wir beim Hauptblut sind, bevor ich dann hier die Saves mache, ne? So, Schaubello. Oh, habe ich das Bücherregal beim letzten Mal gesehen? Ich weiß gar nicht. Ist zwar ein Buch, das wir schon haben, aber... Und jetzt habe ich auch noch... Die habe ich das letzte Mal, glaube ich, aber gesehen, oder? Hier, der Kollege. Warte mal, mach mal der fantastische Viertyp mit den langen Armen, Nameless. Perfekt. Du hast es einfach drauf, Nameless. So, ich glaube, hier sind wir dann auch schon durch. Klo haben wir gemacht. Wasserspender. Wir sind hier meist... Ach Gott, der Köpple. Boah, bin ich zerschrocken. Bin ich jetzt erschrocken gerade. Ausdauer mehr. Ah, hat mich nochmal erwischt. Mit Explosion, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sammle Leder, sammle Holz, dass wir sogar ein Buch mal gelesen haben, dass uns das nicht allzu viel ausmacht. Wie wir gesehen haben, leben wir noch. Junge, Junge. Ja klar, der explodiert ja. Wann explodiert denn der eigentlich immer? Hat er einen gewissen Intervall oder geht es da auch nach Schaden auf ihm? Ich habe jetzt gerade dem Spucker ausweichen wollen, aber das, was er da fabriziert hat, war ja mehr als nur gespuckt. So, das kann ja lustig werden, wenn ich mich hier schon so anstelle. Ach ja, lass mal kurz reingucken, da waren doch gerade Boots drin. Ja, beim oberen Bereich machen sie uns schlechter, das will ich dann auch nicht unbedingt. Ein paar Motortoolparts waren drin, okay. Das haben wir durchgeschaut hier, das Regal. Da ist leer, geräumt von uns, hier auch. Den muss ich noch. Und natürlich diese Geschichten hier. Aber die waren besser als meine, oder?
Nö, auch nicht. Ja, das ist halt immer die Frage, auf was man geht, gell? Beweglichkeit wäre halt plus, Ausdauer wäre plus. Und das sind Vierer. Wenn ich jetzt auch nur Vierer habe, tausche ich sie. Ich habe Fünfer, dann lasse ich meinen Fünfer erstmal. Lalali, da, 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 da. Mach mal draußen noch den Innenhof. Und dann gehe ich kurz ausladen. Hier ist ja nichts drin in den Regalen, ne? Lamer-Regale sind das, wenn du mich fragst. Nö, hier ist nirgendwo was. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Dann gehen wir kurz zur Höf. Gehen wir in den Hof. Da kann ich ja mal wieder schießen üben. Super. Gut aus. Der Halbi ist auch mit drin. Der Halbi hat wahrscheinlich mit dem Kopf Karten gezockt, oder? Das ist einfach so meins. Deswegen spiele ich mit dem Kolben. So rasch. Siehst du? Siehst du? Okay, aber das war ja noch nicht die geile Situation. Die kommt ja jetzt erst. Ach ja. So, das haben wir. Welche war das? Die brennende Mod. Und irgendwas ist rausgefallen, gell? Doch nicht? Schwören können gerade. So, guck mal hier noch kurz durch wenigstens. Dann gehe ich ausladen. Hier war nichts zum Looten heute. Und da gab es, glaube ich, auch nichts, gell, wenn ich es noch richtig weiß. Hayabusa! Ah, der ist draußen. Draußen stört er mich gerade nicht so. So, meine Lieben. Gehen wir kurz uns präparieren für den großen Kampf. Ja, machen wir erstmal den Hof sauber, bevor wir da den Hauptloot uns krallen heute. Ja, super. Es ist auch noch früh am Tag. Also wir kriegen das definitiv gut über die Bühne. Saves nicht vergessen. Dann können wir nachher gleich abgeben, uns vorbereiten. Und dann kann ich in der Zeit von heute auf morgen noch ein kleines bisschen Material besorgen und so. Also. Mache ich erstmal so ein bisschen was rüber. Was weiß ich. So, das lasse ich mal noch. Die da brauche ich auf jeden Fall. Das reicht ja schon mal, oder? Oh, die Handschuhe hätte ich vielleicht noch. Guck mal, die Handschuhe sind auf jeden Fall geiler als meine. So. Wir nehmen auf jeden Fall die Granaten an, Mann. Ihmchen und Ihmchen. Da habe ich sogar Cobblestones mit, weil ich nämlich ein bisschen mich absichern wollte und so, aber vergiss es. Also, pass e mol uff. Erstmal will ich kurz die Handschuhe gegenchecken. Die bringen uns auf jeden Fall eine Verbesserung. Zack. Ich habe zwar hier Sechser, aber weißt du was? Ist eh nicht viel gemoddet. So, Handschuhe verändern. Zack, abschließen. Hat er sie schon wieder an? Er hat sie schon wieder an, wie sich das gehört. So, Leute, jetzt gehen wir uns ein Plätzle suchen, von wo aus wir gleich operieren. Das kann man ja nicht zumachen hier, gell? Nee. So, und ich habe mir überlegt, dass ich mich da oben drauf stelle. Ne? Hier oben drauf. Und von da aus muss ich erstmal gucken, ob ich da hinkomme. Bist du am Zaun hängen geblieben? Nee, du hängst immer noch am Zaun. So rum muss man das sagen. Machen wir da ein Stück weg. So. Und da kommen wir ja von der Seite auch hoch, ne? Und dann können wir von hier ballern. Jetzt pass auf. Wir werden das Messer nicht brauchen. Das brauche ich alles nicht. Ich werde die Handgranaten probieren. Ich werde Mollys probieren. Und der Lounger. Der Lounger. Nachladen. Geht nicht. Aber ich muss draufbleiben, gell? Hier. Das sind jetzt übrigens auch die, die machen, glaube ich, 700 Damage. Basis-Damage an den Zombies und fast keinen Blockschaden, ne? Ja, dann würde ich sagen, wenn sich hier ein paar versammelt haben, fepp ich da einfach mal runter. Mal gucken, ob wir das überleben. Ich nehme mir schon mal Etabletsche, damit wir auch wirklich voll sind. Ha ja. Jetzt muss ich sie nur noch pullen und hier nicht runterfallen, dann passt's, oder? Hey, da ist ja überall Loot! Okay, ich hab schon getriggert. Ich hab schon getriggert. Boah, jetzt bist du drüber gefallen. Scheiße, so wollte ich es auch nicht. Das ist blöd hier.
Kurzer Moment. Geht von der Ausdauer nicht auf. Der Vorführeffekt. Jetzt kann es sein, die brechen durch, bevor ich da richtig abgehe, oder? Er wird schon hinhauen. Also, jetzt. Ja, so haben wir das vorgestellt. Einer spuckt, ist kein Problem. Boah! Und hier nochmal eine Bäbsle! So, Granate und... Juhu! Und nochmal eine. Halt! War ein Fehler. Ah, die hast du leer losgeschossen. Muss erst ziehen. Und dann... Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe den Hauptloot kaputt gemacht, Leute. Ziehen. Und... Hier. Okay, die brauchte, weil die Limbus auslösen. Ziehen und... Ungefähr hier. Ah, die fliegt zu weit, scheiße. Guck mal, in der Mitte aber volles Loch reingebollert. Ziehen. Nicht ganz so viel Stoff. Und abwarten. Und tschüss. Sehr geil. Stell dir mal vor, ich hätte hier noch eine Falle hingemacht. Oh. Wow, 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 wow. So, mit denen habe ich ja gar nicht mehr gerechnet hier. Ich nehme dir das untere Frame weg, Alter. So. Aber ein Heidenspaß, muss ich sagen, macht's schon. Ah, scheiße. Fast knapper wie beim letzten Mal, oder? Fast knapper wie beim letzten Mal, Leute. Und es sind auch fast alle drin, aber ich habe Spaß gehabt wie Sau gerade. Auch geile Wegführung aber von denen hier. Ey, es macht so Laune, das Spiel. Da waren jetzt zwei, drei Cops, ne? Und grüne habe ich gesehen. Na, habt ihr mich schon? Sag mal, aber da müsste man doch normalerweise... Nimm mal irgendwas. Oh, da müsste ich mir echt mal irgendwann mit Spaß machen und ganz, ganz viel Granaten und Zeugs mitnehmen. Bist du auch grün, oder? Guck mal, der Laden ist immer noch voll. Ich hatte so ein bisschen gehofft, wir haben die meisten. Jetzt habe ich volle Ausdauer. Ich guck mal. Da kommt man bestimmt hin irgendwie, oder? Warte mal, ich sammle mich nochmal. Jetzt. Jetzt hänge ich am Zaun wieder. Es ist einfach nicht so leicht, hier rüber zu kommen. Das sind ja andere Schrägen, glaube ich, wie die, die man verbauen kann, ne? Der Sack, der Dreckige, und der steht da nochmal auf. So, jetzt sind es noch vier Stück. Junge, Junge. Hat sich das angehört wie eine Schreierin? So, ich gehe mal hier rein. Wir laden nach. Ey, wie viele sind denn in dem Bereich hier? Das ist ja schon fast nicht mehr schön. Da ist eine Schreierin irgendwo. War mag schön. Mich wundert, dass man hier nicht hochkommt, ne? Pass auf den Zaun auf. Die Quest ist erledigt, ne? Ist die drin? Er ist hier draußen. Hier ist er. Ja, komm, wir lassen die mal ein bisschen brüllen. Gehen wir mal looten.
Junge, Junge. Ja, ich habe was anders vorgestellt. Aber es waren auch viel, viel mehr, als ich jetzt noch in Erinnerung hatte, ne? So. Oh Mann, ist denn das rausgeflutscht? War das gerade in dem gelben Sack drin von dem einen? Mit dem werden wir natürlich dann die Fünfer-Mission angehen, ne? Oh. Da draußen kommt jetzt einiges zusammen gerade, ne? So, meine Lieben. Schön. Schöner Abschluss. Schöner Abschluss. Bisschen chaotisch, aber Abschluss ist Abschluss. Wir haben es geschafft. Jetzt geben wir das gleich noch ab, gemütlich. Zeit haben wir doch noch, oder? Ey, jo, massiv Zeit noch übrig. Ach, herrlich. Jetzt machen wir das Ding auf. Du hast die Drops schon genommen. Also, erstmal hier oben. Nachzüglerin. Die Dietriche Motorrad, muss ich noch mal kurz raus. Ihr kennt das ja, kleiner Schnitt. Hat's da Löcher reingebollert. Ein eindeutiges Zeichen. Brüllten die? Ja, servus, Diggerle. Habt ihr euch schon durchgebissen, Vater? Man hat das Gefühl, der spuckt auch jeden Moment, oder? Ich komme an den Sack nicht ran. Komm, wir gucken gleich mal. Das ist die Schreierin, ne? Haben wir kleine Horde gleich, wenn wir so weit sind. Da hinten sind sie durch. Guck mal, was da alles zusammenkommt gerade. Guck mal. Immer. Was die da alles zusammenpult, hätte ich nicht gedacht. Boah, das sind drei Schreierinnen. Sorry. Ihr seht, ich habe noch nie viel mit Schreierinnen zu tun gehabt. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit einer Horde. Ja, ich weiß, wer dich gerufen hat. Alter, bist du hässlich geworden, Diggerle. Ey, ist es durch meinen Radau, den ich gemacht habe, oder? So extrem. Das hört nicht auf. Ist mein Drops gleich umsonst genommen, oder? Was habe ich getan? Super Idee, Voucher. Nimm die mit einem Schuss. Super. 10 Schuss später. Boah, alles knockt mich gerade voll aus hier, das Thema. Ich wollte nur die Dietriche holen. Das sind immer noch welche, ne? Ich habe sie gesehen, aber ich traue mich gerade nicht. Hier. Jetzt ist mehr los als vorhin, oder? Wow! So, jetzt haben wir. Sorry, ich hab ja gedacht, weißt du, lasse mal schreien, dass die aber Grüne spawnen, Hunde spawnen und so, habe ich nicht gedacht. Macht aber meine Saves hier nicht kaputt, oder? So, komm, jetzt hat das Gebäude länger. Das Gebäude haben wir schon längst fertig. Aber hier mein Scheißdreck, den ich fabriziert habe. Klick, 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 klick. Sind immer noch welche. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, wenn ich ehrlich bin. Noch eine Schreierin ist, die ich übersehen habe. Jetzt habe ich das erste Mal diesen Effekt wirklich erlebt.
Sehr geil, das gibt ja EP ohne Ende, wenn du die leben lässt, die Schreier, ne? Ich glaube, wir haben's. Sorry, ne? Ich habe mit allem gerechnet, nur mit so einer Action. Toll. Und ich wollte heute extra zügig durch. Ich muss mich erstmal heilen gleich und alles. Mach aber daheim. Mach daheim. Jetzt mach mal den Loot auf und dann geh mal. Ach du je. Irgendein Beutebonus, irgendwas ist schon rum. Den habe ich, glaube ich, nie genommen, gell? Boah, Alter, wie geil. Einfach halt mal, weil es voll ist, das Ding hier. Zeitzünder. Da war gut Geld drin in Form von Diamanten und so. Leute, ich sag's hier. Ich hab's ja noch gesehen und den Geier, lass sie doch schreien. Machen wir gleich mal raus, genau ein paar. Bäm. Ja, gut, aber Spaß hat's trotzdem gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, pass auf. Schade, kann's ja nicht. Und wir müssen eh den Schlossklacker nochmal nehmen für die Safes vorne. So. Das brauche ich nicht. Die haben wir alle. Das war's. Hauptloot habe ich jetzt auf keinen Fall vergessen, ne? So, meine Lieben. Mach die Safes auf. Ich wusste nicht, was da passiert, wenn die Schreier nicht. Weil ich die ja meistens erwische, bevor sie der erste Brüller machen, irgendwie. Ich habe mit denen immer ziemlich Glück gehabt. So. War dann das letzte Mal on-one-safe? Ich täusche mich wahrscheinlich. Ah, wie viel Uhr haben wir denn? Ah ja, super, gehen wir noch gemütlich ab. Sondereinlage vom Spiel. Das hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was? Du denkst, du kannst hier mit Granaten um dich schmeißen, ohne Scham? Bäm. Hätte man fast denken können, ne? Aber ich habe diesen Effekt von den Schreiern noch nie gehabt. Umso cooler. So, Leutlis. Schaut sich das an. Drei Plätze müsste ich freimachen. Wir haben bestimmt 1000 Sachen, die ich nicht brauche. Das nehmen wir mit. Und damit ich jetzt... Ja, heilen schadet mit Sicherheit auch nicht. So. Geh mal. Jetzt muss ich gleich... jetzt bin ich schon drüber. Jetzt muss ich zweimal Antibiotika. Wenn ich es mit Honig heilen will, reichen zwei, ne? Oder ich nehme kleine größere. So, pass mal auf. Eine Stufe 4 säubern. Zeig mal die kurz auf der Map. Die ist hier, ne? Ne, die ist 1,5 Kilometer. Die ist da drüben. Dann geben wir erstmal die andere ab. Die war näher, ne? So. Hey, da fahren wir jetzt gemütlich rüber und lassen es ausklingen. Ach ja, den längeren Weg schneide ich dann nachher ein kleines bisschen. Ich muss gerade so lachen, weil ich es mir echt easier vorgestellt habe. Mein erster Plan war, ich baue da ein paar Elektrofences hin, dass sie schön abgebremst werden. Und dann dachte ich, ja, ist ja eigentlich auch Blödsinn. Mein zweiter Plan, den habe ich jetzt durchgezogen, plus das, was passiert ist. Weil ich wollte nämlich schon um die Zeit daheim sein und Material und so weiter vorbereiten für die Mauer. Was habe ich euch dabei? Passiert wahrscheinlich so nie wieder. Da war jetzt, oder kam ja aus der Schreierin ihrem Gedöns Grüne. Ja, du bist durstig, aber das liegt halt auch daran, dass du, ne? Jetzt trinkst du gleich mal einen Tee. Ich würde sagen, dass wir die erste. Ah, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich bin falsch rumgefahren. Egal, jetzt gehen wir hier kurz rein. Erste Fuhre. Wir nehmen einfach in der Mitte die erste 5 waren. Beziehungsweise vielleicht haben wir einen Händler in der Nähe, der freigelegt wird durch die Aktion. So, pass mal auf. Junge, war da was los? Here is your reward. Ey, wir sind ja daheim, ne? Das heißt, ich kann ganz kurz. Die will ich nicht. Die da behalte ich mal. Die brauche ich auch nicht. Das gehört sowieso dir. War nicht auch Händler-Reset heute? Sollen wir mal gucken, ob der zufälliges Minibike hat. Aber ich verkaufe das gerade mal kurz ab. Das Einser brauche ich nicht, ne? Das sind meine Sachen. Die Sechser hebe ich auf. Das war meine Waffe. Das kann weg. Ich glaube, das war es erstmal mit Verkaufen. Lass mal kurz gucken. Ich gucke jetzt ganz gezielt nach Minibike.
Und nach 4x4, guck mal, wie ein Schmelztiegel der jetzt im Angebot hat. Als ob er irgendwie, ne? Wow, ciao. Hier, bitteschön. Bedien dich. Ah, du brauchst keine mehr, ja, ist klar. 4x4, nix. Ah, ich sag's dir. Minibike. Ne, Minibike ist tatsächlich nur für die Falle gedacht. Hier nochmal, falls ich's übersehen hab. Ich sag's dir. Jetzt pass auf, ich gehe jetzt mal ganz kurz daheim mich heilen, ein bisschen ausladen und dann hole ich euch gleich nochmal ran, ja? Ja. Beziehungsweise bleibt man noch kurz da. Wir müssen ja nicht immer alles wegschnibbeln. Das Gröbste ist getan. Jetzt geht es nur noch darum, gibt es einen Weg zum neuen Händler? Ja, nein. Ne, wir müssen halt gucken, dass wir hier weiterkommen. Die Projekte hier, auf die habe ich doch so Bock. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes kurz. Erstmal. So. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz gemeinsam durch. Hier, oh ja, das geht nicht, nehme ich mal mit. Ja, und schon haben wir wieder Kohle zusammen. 6% und ich glaube, ich brauche eine Dings, gell? Eine Schiene oder irgendwas? Oder kann ich mich damit? Leg die mal an. Schade doch auf keinen Fall, dass das Leben wieder hochgeht. So, ganz kurz. Ich nehme jetzt mir nicht die Zeit, alles aufzuräumen. Wir gehen gerade mal so grob durch über die Kisten, wo immer irgendwas dabei ist, wie hier zum Beispiel. Dann habe ich, na, die lasse ich mal. Dann haben wir ein bisschen Futter, was unten raus kann. Das war die Kiste. Erstmal aufstecken, den nehme ich mit. Die habe ich eigentlich immer ganz gern dabei. Das Fallenzeug und so, das lasse ich jetzt auch mal hier. Munition haben wir wieder einen Haufen bekommen. Und natürlich meine Superfalle. Meine Superfalle. So, pass auf. Wenn ich zwei Honig habe, nehme ich zwei Honig. Die Pilze sind auch schon wieder nachwachsen. Welche, wie war die Reihenfolge? Steht es dabei? Steht nicht dabei, gell? Ich nehme es einfach mal jetzt so. Ich glaube aber, dass es reicht, wenn ich die nehme hier. Das habe ich mal nie gemerkt, die Prozente. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn es abgelaufen ist. Was war denn noch gerade in meinem Hinterkopf? Irgendeine Idee hatte ich noch. Ein paar Sachen aber noch zu verkaufen. Damit nichts schief geht. Die will ich da lassen, die Sachen. Der Rest geht mit. Die Medizin habe ich genommen. Jetzt muss ich nochmal den Debuff hier schön angucken. Der Arm ist gebrochen. Eine Schiene oder Gips? Ja, dann war es eine Schiene. Schiene. Super. Gut, dass die Schiene genommen hast, Digga. So, wie viele Pilze kamen raus? 8 Stück. 5 und Lehm brauche ich, gell? Machen wir das auch noch fertig. Hier ist nichts drin. Hallo? Wie gut, dass ich die Tür... Ihr habt es doch aber auch gehört, oder? Gut, Lehm ist jetzt oben. Scheiß drauf, dann machen wir das später mit den Pilzen. Jetzt gehen wir lieber los. So. Habe ich gerade eben die Quest nicht abgegeben? Ist das mein Ernst? Warum bin ich denn jetzt heimgefahren? Ach Leute. Willkommen in meiner Welt. Steht mir bei, bis ich ihr altes, rutzliches Männle bin. Dafür habe ich der Hauptblut heute mitgenommen. Ich war doch gerade eben hier oben und habe dann überlegt, ah, du musst jetzt gleich noch den langen Gang runterfahren. Und dann hatte ich im Hinterkopf, dass ich was trinken wollte und so weiter. Ja, ist alles noch gut. Ach, Kinas Stahlstiefel. Hm. Boah. Der kriegt aber hier mehr Geld, ne? Aber hey, guck mal, ich entscheide mich für die. Magnum-Vollstrecker, Bunker-Knacker. Nimm mal den. Ah, weil es die letzte war, gell? 3 Kilometer. Friend, I'm in trouble. Would you... Oh, thank you. Ey, 3 Kilometer? Hat er gesagt, not irgendwas, gell? Hier oben ist die nächste Handelsroute, Leute. Ja, den werden wir irgendwann mal abfahren, dass wir mal oben waren, ne? Jetzt bin ich aber trotzdem... Da ist doch noch eine, siehst du? Ich überlege gerade. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen.
Ich hole euch gleich drüben ab. Ich gebe die noch ab. Ich hole euch gleich ab. Vielleicht fahren wir ja noch geschwinder hoch. Ich kann ja dann irgendwie heimfahren. Ich muss nur gucken, ob ich genug Sprit dabei habe. Da habe ich noch 1400. Ah, nee, das wird nichts. Ja, ich weiß nicht, den Händler brauchen wir ja nicht dringend da oben, ne? Wir fahren jetzt mal rüber, ich hole euch drüben ab. Dann nehmen wir uns eine 5er an und irgendwann können wir das Gebiet ja mal machen. An einem schönen Mittwoch oder so, vielleicht mal hochfahren, gucken, was geht. Anderes Biom, größere Stadt, neue Gebäude. Vielleicht gibt es die Baustelle da oben oder so, ne? Jetzt gehen wir erstmal unsere Wasserwerke noch ab. Offensichtlich haben wir eine mehr gemacht, als ich muss. Vielleicht können wir auf dem Rückweg nochmal in der Mitte geschwind vorbeifahren. Wir haben ja die Händler noch gar nicht alle durchgegruschelt, ne? Ist der drin? Keine Ahnung. Ah, ja. Servus. Pfeif noch eine Weile. Stahlbrust minus. Nehmen wir uns da den Hammer. Gibt es mehr Kohle? So, wir gucken ganz kurz durch. Die können weg. Du kannst weg. Du, die nicht. Die können von mir aus auch weg. Ich wusste gar nicht, dass ich die verkaufen kann. Die kann auch weg. Ich benutze nicht. Die kann weg. Die wollte ich dann anziehen. Safe travels. Er ist draußen, ich dachte gerade. So, meine Lieben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier durch. Mache ich die Schnellprüfrunde. Vierer hat er keinen. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Mann, das jetzt. Minibike hat er keinen. Vierer hat er keinen. Mini-Motorrad für 8,4. Das wollte ich für die Falle, ich kauf's. Sehr schön. Das haben wir das schon mal. Aber wir haben jetzt auch festgestellt, dass die Trigger nicht durchs Fahrzeug ausgelöst werden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auf diese Bewegungsmelder. Habe ich ja eigentlich eh vorgehabt, ne? Habe ich ja gesagt gehabt. Bombenwurf, kräftige Sprintangriffe werfen deine Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Boden. Nee, aber ich habe da hinten irgendwas gesehen. Du hast Militär. Ja. Ja. Selber. So, und jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich noch den Ding. Den 4x4 mit dem Unterschied, dass ich mir den nicht leisten kann. Ne? So, meine Lieben. Jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt... Das hier will ich ja behalten. Ich überlege gerade. Ja, wir fahren auf jeden Fall noch kurz hin. Das kann ich jetzt auf jeden Fall noch verchecken. Und die kann ich verchecken. Den Rest behalten wir. So, komm her. Sehen wir uns gleich drüben. Bei der mittleren Händlerin, da nehmen wir uns die 5er Mission an, gucken kurz durch, was sie zum Verkauf drin hat in ihren Taschen. Und dann geht es morgen weiter. Aber einen kleinen Schnitt gibt es noch. Vierer hat sie keine, Minibike muss ich nicht mehr schauen. Das ist für mich jetzt erledigt, das Thema. Dann können wir hier verkaufen. Solarzellen brauche ich wahrscheinlich noch nicht gucken, gell? Das können wir verchecken. Die will ich anziehen. Ne, der Rest nehme ich jetzt erstmal wieder mit heim. 13.000 haben wir. Was ich kurz gucke, ne, Solarzellen hat die bestimmt noch nicht. Sie hat sie. Wow, 44.800. Platziert Solarzellen in einem Solarpanel, um Strom zu erzeugen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich die sehe. Solar. Was meint die mit einem Solarpanel? Da müsste ich mal vielleicht den einen oder anderen... Der Hinweis nicht schlecht. Das muss ich wahrscheinlich noch kaufen, das Panel, oder? Boah, Alter, ist das teuer. Müssen wir Geld sparen. Gut, dass ich das Minibike gekauft habe. So, meine Lieben, das war's. Wir sehen uns morgen hier wieder. War eine etwas chaotische Runde, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Schöner Abschluss mit den Vierer-Missionen. Fünfer habe ich jetzt erstmal keine angenommen. Müssen wir nochmal überlegen. Das können wir wahrscheinlich vor Ort machen bei uns daheim. Und, ja, jetzt geht's weiter. Ich freue mich auf morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.